Holla die Holy Moly Waldfee. Hier sind wir wieder in diesem komischen Kabuff, wo ganz exorbitant grenzdebil, genial die Sonne von oben reinscheint. Man hat super. In zwei verschiedenen Winkeln. Architektonisch konzipiert und ich freue mich natürlich wieder wie ein Schneekönig-Schnitzel, dass Acid hier wieder mit an Bord ist und dass ich gerade zum vierten Mal Hallo, wieder gestorben bin. Hallo, ich bin die Acid. Ich rede immer so. Ladezeitenüberbrückungs. Du Klaus von Marco. Das finde ich ja voll unknorke. Ich guck den momentan gar nicht, deswegen habe ich eine Entschuldigung. Naja, einigermaßen. Na, du seist entschuldigt. Ich sei entschuldigt. Ja, Konjunktiv 1 Präsens aktiv. Ja, es ist, ja, das ist ja die Streitfrage immer, ob Konjunktiv 1 oder Konjunktiv 2. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Ja, also wie so immer, alles, was wir sagen, stimmt. Also ich bin eigentlich immer für Konjunktiv 2 Irreales, weil man alles schön mit Würde bilden kann dann und dann, naja, also auf jeden Fall. Das ist immer gut. Konjunktiv 1 wird ja auch Konjunktiv Präsens genannt und ich mutiere hier gerade schon wieder zum Deutschlehrer. Wir haben sogar schon am Anfang der Folge jetzt was gelernt. Das wird ja immer krasser hier. Ist voll Bildungsauftrag und so erfüllt. Ja. Und das, obwohl ich TV im Namen habe. Das ist eigentlich ein Widerspruch. So Bildung und TV und so. Also. Ja. Könntest du jetzt bitte demnächst nochmal an irgendwelchen geilen Sachen vorbeikommen, wo ich wieder historischen Dünnpfiff ablassen kann dann? Meinst du wieder so eine... Ach so, ich dachte, du meintest gerade wieder so eine Aktion wie mit dieser einen Mumie da, wo ich mich so schön erschreckt habe. Ich meine irgendwas, wo ich voll krass archäologisches Hintergrundwissen reinstreuen kann, so voll nerdig und so, wo dann alle gelangweilt abschalten. Also was ich ziemlich interessant fand, war das, was du vorhin sagtest mit den Säulenarten. Das kannst du jetzt ja, machen. Wo du natürlich gerade nicht aufgenommen hast. Genau, in dem Moment, wo wir nicht auf... Ach Lara, ey, du bist doch mal so eine dämliche Trusenische, das ist doch unglaublich, ey. Ja, vor allem, das ist... Du kannst das gar nicht so fein justieren, wie sie da genau auf dieses verdengelte Seil zu jumpen soll. Jumpen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sie nicht so richtig kräftig schwingt, wie sie eigentlich könnte. Sie ja. Schwingt zwar, aber so richtig... Aber du bist ja schon ganz unten am Seil, das heißt, mehr ausholen kannst du eigentlich gar ja, nicht mehr. Ja, eben. Also, das ist doch... Habe ich eigentlich... Moment. Das ist mal eine ganz dämliche Frage. Habe ich eigentlich einen Schäbel betätigt? Ja, ich glaube schon. Ja, klar, nee. Yes, you have. Ich bin doof. Ja, ja, klar. Das war ja dieser Möchtegern-Aufzug. Ja, die hatten damals schon ganz famose Technik, die alten Ägypter und Griechen, und hast du nicht gesehen. Mm. Hatten damals schon Aufzüge. Können sich holen mal eine Scheibe von abschneiden. Na, schon 300 vor Christus hatten sie Aufzüge. Ja, aber du siehst ja so richtig, ich kann ja noch mal ein bisschen weiter nach unten gehen. Nee, weiter nach unten kann sie nicht. Nee. Okay. Ja, aber das... Oh, jetzt schwingt sie ja 50 Meter weit. Das mach mal einen Körper nach unten rechts in die Pfütze. Och Mann, die ist doch... Die Frau, ich glaube, ich noch zu früh los. Labber treibt auch wirklich jeden Let's Player in den Wahnsinn, kann das sein? Mhm. Zumindest in den alten Spielen. Mhm. Und in Tomb Raider Angel of Buckness, da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß. Ja, das zähle ich auch zu den alten Spielen, das ist ja noch Core Design. Ach so, machst du das fest, ja gut. Ja, ich zähle alles, was mit Crystal anfing, als Mami, Heuli, Emo, Lara und neu. Wobei in Underworld war es ja wieder nicht mehr so schlimm, aber Legend, da ging sie mir so auf den Sack, das ging gar nicht. Du hörst dich gerade wie Flint an. Das ist auch lustig übrigens, wir hatten uns genau vor seiner Aufnahme drüber unterhalten, wie sehr wir Legend Lara hassen. Das hat er dann schön in der Aufnahme noch verwurstet. Petze ich jetzt mal voll. Jetzt echt? Ja. Yep. Okay. Haben wir wieder was gelernt. Gut zu wissen. Lalala, ich habe nichts gesagt. Fachwissen für einen gesunden Start in jede Nanosekunde des Tages. So. Jetzt reiten wir wieder auf den Schwingen des Unheils hier. Das hast du aber schon gesagt, voll ja, poetisch und so. Ich wollte gerade sagen, poetisch und so, ja, ja. Ich bin ja auch voll der Poet, weißt du. Ach Mann. Ach, Frau. Ach, ey, das ist doch auch mal eine total beschissene Stelle. Vor allem wollte gerade sagen, 10 Folgen später. Also das ist auf jeden Fall, in der Statistik wäre das wahrscheinlich die Folge mit den meisten Toten. Das kann man schon mal sagen. Sonst vielleicht, ich weiß nicht mehr, probier mal vielleicht sonst von ein bisschen höher vielleicht abzuspringen. Ja, aber dann schwingt sie ja nicht so weit. Am weitesten schwingt sie ja wirklich, wenn ich ganz unten bin, wenn sie nicht weiter wieder runtergehen will. Ja, ich weiß, aber es ist Tomb Raider, das ist nicht logisch. Das wäre ein Versuch wert. Ja, gut. Nee, ich habe eigentlich die Vermutung, dass ich immer noch zu früh loslasse, was ich eigentlich nicht so ganz glauben kann, aber
unbeglaubenshaft wird. That is it indeed. Yes. Lara, pack mal deine Schenkel zusammen und dann so. Oh. Oh, er hat Schenkel gesagt. Oh. Hähnchenschenkel. Oh. Oh, lecker. Lara, du Chick, ey, jetzt komm. Mach. Oh, jetzt habe ich Hunger auf Hähnchenschenkel. Oh ja. Aber nicht Laras. Halbes Hähnchen mag ich total. Oh ja, warum habe ich hier eigentlich keinen Hähnchenwagen vom Einkaufswagen vom Supermarkt stehen? Oh Gott. Ich weiß ja nicht, wie das da bei dir so ist, aber bei uns gibt's das hier nicht. Nee, in Hamburg ist alles voller Hähnchenwagen. Vor den Supermärkten und auf Märkten und so. Boah, jetzt geht's aber ab wie Schmitz Müllers Katze hier. Was? Heilige. Geht ab wie ein Zäppchen. Ey, die Ich krieg hier gleich Anfälle. Dave, ganz ruhig, Dave. Nee. Ah. Ich fange hier gleich an mit Wörtern um mich zu schmeißen, die nicht für Kinderohren gedacht sind. Fick, Fotzen, Dreck, Bumskacke? Fuck yeah, toll, jetzt bin ich zu weit zurückgelaufen, jetzt ist sie hinten runtergefallen. Toll! Ah, die Frau. Also, dass man sie Frau nennt, ist ja schon eigentlich eine Übertreibung. Also, das ist ja eigentlich ein Zustand, finde ich. Ist ja noch nicht mal, nicht mal ein Lebewesen per Definition, Lara, ey. Mein Monster. Boah, ey. Die könnte auch bei Resident Evil so als Nemesis-Ersatz erhalten oder sowas. Meine Güte. Ja, die bräuchte sich noch nicht mal verkleiden. Die wäre schon die so. Die braucht keinen Raketenwerfer, da rennen die alle schon so weg. Ja, eben, deswegen. Die brauchen eigentlich keine Waffen. Die können sie eigentlich so dahinstellen, wie sie ist. Und einfach dann. No. Oder wir nennen sie einfach Mrs. X, wie in Resi 2. Ja, das wäre aber auch zu untertrieben. Also, man muss die ja schon ein bisschen die Gefährlichkeit. The Dangerously-Sichtkeit auf Lara Croft. Lara. Das Lustige ist auch, mir fällt gerade überhaupt nicht ein, wie ich mich da exakt ausgerichtet habe, um dran zu kommen. Das ist ja schon wieder ein Dreivierteljahr her, Hustus. Jetzt habe ich mich. Ich kann mich aber nicht zu früh losgelassen. Also zu spät losgelassen haben, diesmal jetzt auch. Das geht irgendwie. Das ist. Ach. Das ist eine sehr tolle Folge. Eigentlich. Also auf jeden Fall, die Ausrichtung war irgendwie perfekt, aber irgendwie klappt das ja mit dem Abspringen echt nicht. Nee. Oder muss ich? Oh, jetzt ist schon wieder hinten rüber gefallen. Was drückst du denn alles so dabei, wenn du abspringst? Muss ich dabei springen drücken? Ja. Ich lasse dann einfach immer los und hoffe, dass sie dann. Nee, du könntest auch dabei die alte Taste drücken und gucken, was passiert. Geil. Oh, da macht sie Freudensprünge, super. Ey. Oh, da ist schon wieder ein Zuschauer. Der haut bestimmt auch gleich wieder ab, weil wir noch am Sterben. Bisher ist er weg. Scheiße, so ein temporärer Death Counter oder so, der sich gerade da dran freut, hier beömmelt. Ja, die sind übrigens, die können sich genauso wenig entscheiden wie unsere Abonnenten zurzeit. Das geht immer so plus, minus, plus, minus, plus, minus. Das ist voll witzig. Ja, ich habe jetzt wieder 100. Ja. Mich haben gestern zwei Leute deabonniert und gleichzeitig wieder drei abonniert. Das war voll witzig. Ich verstehe das. Ich verstehe die Welt nicht. Also mehr als täglich Videos so fast hochladen kann man eigentlich nicht. Egal. Ja. Ich verstehe die Welt nicht. Das dafür sind diejenigen, die auch wirklich unter jedem Part kommentieren, voll tolle Leute, so Schleim. Die ist gerade einfach, die hat einfach mal. Die hat einfach mal losgelassen, die Frau. Ja, das passiert mir auch öfter und entbehrt wirklich jeglicher menschenmöglicher Logik. So, jetzt nicht zu weit zurück, sonst klatscht sie wieder hinten drüber wie so ein nasser Sack Kartoffeln in der Kurve. So, jetzt springen wir da dran. Und dann, gerade eben habe ich es ja mit dem Abspringen gemacht, aber das war wohl knapp dran vorbei. Vor allem, wenn sie so schräg schwingt nach links und rechts, das ist. Oh, ey, das ist doch unter aller Kanone, ey. Kanone. Schlübe. Schlübe. Hamburg. Hansi Shed Hamburg. Ich glaube, ich bestelle nachher mal Hansi Krog. Ja! Nein! Ich hing noch dran. Ich hing noch dran. Ich würde dich gerade so gern tröstend in den Arm nehmen und einfach. Oh, ich hing du arme Sau. Ich hing gerade dran und dann durch irgendeine bescheuerte vermaledeite Aktion hat sie sich gedacht: Ach komm. Springen wir doch noch mal. Ja, ach komm, ich leg eine ordentliche Wurst drauf. Ich springe jetzt einfach trotzdem wieder ab, ey. Das ist so. Oh. Wie eine Wurst legen, also sag mal. Was denn? Ohne Worte.
hör mal, das Ärztealbum beginnt auch mit den Worten Fick dich und deine Schwestern, ja? Also. Ja, dann kann man auch mal Würste legen. Ja, ich mal. Nee, aber immerhin weißt du jetzt, wo das Problem ist. Das ist auch schon mal sehr toll, dass du jetzt weißt, dass du dabei alt drückst und dann wird die Welt auch schon wieder einen Tick besser. Also wir sind jetzt, glaube ich, schon bei 37,75 Toden in dieser Folge. Und die Wurzel davon. Im Quadrat. Ja, und dann musst du aber noch die Quersumme bilden. Nee, das ist doch ein bisschen zu heavy. Ja gut, okay. Quersumme ist natürlich schon... Ja, ja. Oh, da ist schon wieder ein Zuschauer mehr. Was gucken die sich hier mal leiden an und geilen sich da dran auf? Ich frage mich, wie die überhaupt auf diesen Livestream kommen. Ja, das frage ich mich auch. Wo du eigentlich nirgendwo Werbung gemacht hast. You are the only one who knows the link. Ja, ich weiß, ich spamme den voll krass überall weiter und... Und nein, wirklich. Liebe Leute, es ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Ich habe mich da nicht Dave Durden TV genannt. Durden, Erden, Durden. Da, da, die, da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich hab gleich irgendwie... Ich habe gerade irgendwie so dieses Verlangen, irgendwas in Kleinholz zu schlagen. Oh ja, ich hab noch ganz viel Sperrmüll, Möste. Was hast du? Sperrmüll. Sperrmüll, ach so. Nicht Sperma. Ja, ich habe noch ganz viel Sperma. Willst du mal reinhauen? Oh, gerne. Ich bin voll der Sperma-Klopper, ey. Wie, du bewahrst das immer nicht auf mit Datum beschriftet? Also was ja, Angelina, die bewahrt ja... Oh cool, da schreibt dir gerade jemand in deinen Chat-Kommentaren auf Türkisch. Tomb Raider, Yazis, Jo, Alami, Türkiyemi. Ja, das alarmt die ganzen Türken, ja, das sehe ich. Und auch irgendjemand schreibt, lol, fail, smiley, xd. Ja, das ist natürlich, ich habe es mir heute zur Tagesaufgabe gemacht, einfach mal so viele Fails in einen Tomb Raider-Part einzubauen, wie ihn noch niemand gesehen hat. Und ich habe die Vermutung, dass ich nächstes Jahr den Webvideopreis für dieses Video gewinnen werde mit den meisten Fails. In der Kategorie Fail. Genau. Ich werde mich so freuen und ja, werde das Preisgeld einer... Lieber Dave, was machst du dann eigentlich in späteren Leveln, die noch viel Hardcore-mäßiger sind? Angst mach. Ja, nee, da muss ich aber nicht so schräg springen, von Seil zu Seil, das geht dann. Nee, da musst du andere beschissene Sachen machen. Ja, die kann ich dann auch besser beschissen, also... Ja, Dave, Gratulation zu deinem ersten türkischen Zuschauer. Also ich hatte bei Shade auch schon mal eine bulgarische Zuschauerin, die meinte dann so im Motto irgendwie, ja, schönes Spiel, aber du könntest vielleicht weiterspielen auf Bulgarisch. Geil. So, nein. Vor allem weiterspielen auf Bulgarisch. Nicht reden auf Bulgarisch, nein, spiel mal bitte auf Bulgarisch. Und Leute, nein, ich werde euch nicht den Gefallen tun und werde hier unterbrechen und erst dann wieder weiter aufnehmen, wenn ich drüben bin. Das müsst ihr euch jetzt alles ansehen. Nee, die sollen mitleiden, die sollen, das soll ja auch authentisch das Spiel rüberbringen, das Let's Play, ne? Wie ich das immer schön sage, Let's Playen ist live und unzensiert. Und das meine ich auch. Das meine ich auch wirklich so. Apropos dumme Kommentare, mir hat heute jemand unter Tomb Raider geschrieben, es ist übrigens einer, der deutsch ist, habe ich auf seinem Kanal gesehen, why so many watches? Warum du so viele Armbanduhren hast, ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit schon, ey. Warum hast du so viele Armbanduhren, Acid? Verrat es mir doch mal bitte. Ja, warum reicht dir nicht eine? Ich bin kleptomanisch und immer, wenn ich in Karstadt reingehe. Nee, das ist ganz einfach. Das ist einfach das Wolle-Petri-Syndrom nur für Armbanduhren. Du hast dir den ganzen vollen Unterarm so mit Armbanduhren zugeklatscht und ich frage mich auch, was der Scheiß soll. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe keine Armbanduhren. Ich meine, dass du ein Alleinstellungsmerkmal haben willst, das kann ich ja verstehen, aber doch nicht den Unterarm mit Armbanduhren, mit Watches zukleistern. Also wirklich nicht. Also. Vor allem, ich habe sie übrigens auch noch am Bein. Auch noch? Das kommt noch erschwerend hinzu. Ich habe auch nicht nur Armbanduhren, ich habe auch Taillenuhren. Das ist der neueste Trend aus China. Okay, so jetzt sagt gerade der Timer hier, halt stopp, jetzt klingel ich. Und vorher will ich aber noch einmal versuchen, hier dran zu kommen. Du schwingst übrigens schon wieder total seekrank. Okay, das lassen wir dann mal sein. Ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Und ja, dann sag ich jetzt einfach mal, ich bin gerade ziemlich depressiv und... Also ich kümmere mich jetzt um das mentale Seelenheil des Dave und munter den jetzt wieder auf und währenddessen hört ihr gefälligst auf und das Video zu schreiben, lol, lol, fail, lol. Weil dann ist der arme Dave richtig, richtig deprimiert und geht jetzt in die stille Ecke und dann, das wollen wir doch alle nicht, ne? Dann höre ich mit Let's Plays auf. Hey, ich mache nie wieder Let's Plays, es sei denn, ich krieg 1000 Abos bis morgen. Ja, echt mal. Also haltet euch ran, verdammt nochmal! So, tschüss!